Und hier hat die Aktuelle Stunde auch schon begonnen. Wir hören gleich rein, was der erste Redner sagt, Dirk Wiese von der SPD-Fraktion. Vorsichtig sein mit diesem Brot aus dem Kreml. Denn dieses, und das wissen leider viele, viele sehr genau, das kann sehr schnell ungenießbar und gefährlich werden. Also, lieber Kollege Büstron, man sollte nichts von fremden Leuten nehmen. Das bringen wir übrigens schon unseren Kindern bei und das ehrlich gesagt aus guten Gründen. Und jetzt könnte man ja ein bisschen ins Schmunzeln kommen, aber ich will das ehrlicherweise sagen, diese Sache ist ernst. Denn das, was hier ans Licht gekommen ist, und das wissen Sie in der AfD sehr genau, das ist ehrlicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben hier gesehen, dass die tschechischen Nachrichtendienste eine Plattform entlarvt haben, Voice of Europe, eine Plattform, die sich eher die Stimme der Diktatoren nennen sollte, die deutlich macht, dass es Politiker gibt in Europa, die sich dafür bezahlen lassen, Verlautbarungen des Kremls zu veröffentlichen, mitzutragen, die sich dafür hergeben, Desinformation mitzumachen. Und ich bin da schon überrascht. Und ich bin manchmal auch etwas überrascht über die Tatsache, dass Sie sozusagen dann versuchen, auch noch um den heißen Brei herumzureden. Denn es sind doch auch nicht die ersten Fälle, die wir diesbezüglich in Ihrer Partei gesehen haben. Schauen wir Ihren Spitzenkandidaten der Europawahl an. Breite Berichterstattung über seine Connections nach China. Schauen wir doch mal weiter, was Pötte Bristron noch gemacht hat. Oder sagen wir es mal anders. Nutzen Sie doch diese Aktuelle Stunde einfach mal heute auch dafür. Machen Sie reinen Tisch. Sagen Sie diesem Parlament doch endlich, was Pötte Bristron in Belarus gemacht hat. Warum hat er eine Reise angemeldet nach Litauen? Warum ist dann rausgekommen, dass er plötzlich 3 Tage in Belarus gewesen ist? Ich meine, lupenreine Demokratien kann man ja jetzt ja scherzhaft an der Stelle noch mal sagen. Aber was hat er letztendlich da gemacht? Was hat er für Gelder angenommen? Und was für weitere Verstrickungen gibt es noch in Ihrer Partei? Nutzen Sie die Aktuelle Stunde heute, um klaren reinen Tisch zu machen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten das auch tatsächlich. Und dann gucken wir mal an, was Sie noch so machen. Und das passt ja alles auch zusammen, wenn man sich das anschaut. Wir gucken mal hin zum Thema Wahlbeobachtung. Die AfD macht sehr viel Wahlbeobachtung, meistens in den Ländern, wo zum Beispiel die OSZE gar nicht zugelassen ist, weil die OSZE von Beginn an sagt, das ist nicht demokratisch, was da stattfindet. Die, die dann diese Wahlen abhalten, diese vermeintlichen Wahlen, muss man ja sagen, das Ergebnis steht ja meistens vorher mit 90% schon fest, ist gut organisiert, dann kommt die AfD dorthin. Und es gibt AfD-Abgeordnete, die machen das ehrlicherweise sehr viel. Es gibt AfD-Abgeordnete, die fahren zur Wahl nach Belarus. Wahrscheinlich gibt es da ein breites Paket, was sie kriegen, damit die Reise sehr annehmlich ist und ihnen das gut gefällt. Und dann gibt es zum Beispiel die AfD-Abgeordnete Olga Petersen aus Hamburg. Die stellt sich in Russland nach den letzten Wahlen hin und sagt, das war offen, demokratisch in frei. Liebe Leute, was machen Sie denn da? Das zeigt doch, Ihre Interessenlage ist ganz klar, Sie sollten, und gerade Pötte Bristron, nicht hier im Deutschen Bundestag sitzen. Klären Sie das auf, legen Sie die Fakten auf den Tisch und ehrlicherweise bewerben Sie sich um ein Mandat in der russischen Staatsduma. Das sind die Interessen, die Sie vertreten. Da gehören Sie tatsächlich hin und nirgendwo anders. Und lassen Sie doch heute auch die Aktuelle Stunde dafür nutzen, mal ein paar andere Fragen zu diskutieren. Es ist doch ein offenes Geheimnis, und das kann man den Bürgerinnen und Bürgern auch draußen noch mal sagen, wenn Delegationen des Deutschen Bundestages zur Sitzung des Europarates fahren, zur parlamentarischen Versammlung, meistens frühstückt die Delegation aus diesem Deutschen Bundestag zusammen. Sie müssen immer in der russischen Botschaft abgeholt werden, weil Ihr Frühstück da stattfindet. Reden Sie doch darüber mal heute in der Aktuellen Stunde. Und klären Sie uns doch mal auf, oder sagen Sie es doch mal wie eine eidesstaatliche Versicherung. Sämtliche kleine Anfragen, die die AfD im Deutschen Bundestag stellt, werden von Ihnen selbst geschrieben. Sagen Sie das doch mal heute hier. Ich bin gespannt, ob das in den nächsten Wochen dann sich auch so bewahrheitet oder was an der Stelle noch alles ans Licht kommen wird. Das wird sehr interessant. Es zeigt auf jeden Fall, Sie sind demokratisch gewählt. Ja, aber Sie sind nicht demokratisch. Sie sind das Sprachrohr für Diktaturen. Sie sind das Sprachrohr für den Kreml, für Lukaschenko. Und ehrlicherweise, mich wundert es nicht, wenn ich sehe, wie Sie sozusagen über Voice of Europe jetzt versucht haben, auch die Europäische Union zu destabilisieren. Sie sind die Interessenvertreter derjenigen, die dieses Europa nicht wollen, die diese freie Gesellschaft nicht wollen. Und ich kann Ihnen nur sagen, nutzen Sie diese Aktuelle Stunde, machen Sie reinen Tisch, legen Sie die Finanzströme auf den Tisch, die Ihre Partei oder Abgeordnete Ihrer Partei möglicherweise bekommen. Nutzen Sie die Aktuelle Stunde für Transparenz, legen Sie das offen. Hier ist Ihre Chance heute, das darzustellen.
Die Ampelfraktionen haben diese Aktuelle Stunde hier beantragt zu möglichen Verstrickungen von Mitgliedern der AfD-Fraktion mit autoritären Regimen. Nun spricht aber erst einmal Christoph de Vries aus der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt hat der Redner am Rednerpult das Wort und auf den konzentrieren wir uns bitte. Und die bilateralen Gespräche könnt ihr bitte danach machen. Also, lieber Christoph de Vries, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Die 15 Sekunden nehme ich auch gerne noch obendrauf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freiheit Deutschlands und Europas ist durch Russland so stark bedroht wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und diese Bedrohung ist sehr konkret. Und deshalb müssen wir nicht nur kriegstüchtig sein, wie das der Verteidigungsminister Boris Pistorius völlig zu Recht angemahnt hat, sondern wir müssen auch resilient sein gegenüber russischer Propaganda, Desinformation und den ständigen Destabilisierungskampagnen, die hier stattfinden. Und es ist Wladimir Putin. Es ist Wladimir Putin, der versucht, in ganz Europa ein Netz von Unterstützern zu spannen, das seinen Zielen dient und das unser demokratisches Europa von innen zersetzt. Und lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen. In Deutschland hat er dafür mit der AfD seine nützlichen Idioten und Vollstrecker auch gefunden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieser Befund stützt sich ja nicht nur auf die aktuellen Erkenntnisse um Ihre Abgeordneten Krah und Bistron für die russische Propagandaplattform Voice of Europe. Nein, das ist das gesamte Bild der letzten Jahre, das sich immer mehr verdichtet und einen ehrlicherweise auch schaudern lässt. Regelmäßige Auftritte von Ihren Abgeordneten in russischen Propagandamedien, Pseudo-Wahlbeobachterkommissionen, die der Kollege Wiese gerade angesprochen hat, bei diesen Fake-Wahlen und die ständige Verbreitung von russischen Kriegspropagandanarrativen, das spricht alles eine ganz eindeutige Sprache. Übrigens, Ihr Kollege Bistron, der hat schon 2021 in einem Interview gesagt, dass die russische Regierung über die AfD einen alternativen Kommunikationskanal in die BRD gefunden habe. Leugnen Sie also nicht, was Ihre eigenen Abgeordneten schon längst öffentlich eingeräumt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das zeigt ja, dass etliche Abgeordnete Ihrer Fraktion offensichtlich nicht zum Wohle der Bundesrepublik Deutschlands tätig sind, sondern im Dienste Russlands stehen. Ob nun bezahlt oder unbezahlt, das ist doch leider die Wahrheit an dieser Stelle. Und Sie fabulieren hier regelmäßig von Vaterlandsliebe und Patriotismus. Ich will Ihnen das mal in Deutlichkeit sagen. Wer so etwas tut, ist kein Patriot, das ist ein Landesverräter, meine Damen und Herren. Kein Konservativer, der sein Land liebt, würde sich an die Seite eines Landes stellen, das einen Angriffskrieg in Europa führt, das die freien Länder Europas bedroht und das gewaltsam Grenzen verschieben will. Ihre Parteivorsitzende Alice Weidel hat hier im Januar gesagt, dass diese Bundesregierung Deutschland hasse. Aber inzwischen muss man sich fragen, ob Sie als Putins Getreue nicht diejenigen sind, die dieses Land hassen und mit Propaganda von innen und außen zugrunde richten wollen, meine Damen und Herren. Sie haben nicht zu viel Patriotismus, Sie haben gar keinen Patriotismus. Denn wenn es nach Ihnen ginge, dann würde Putin mit Deutschland und Europa machen, was er will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen ist es auch ein Gebot der nationalen Sicherheit, dass die AfD nicht im parlamentarischen Kontrollgremium vertreten ist, in dem hochsensible Informationen beraten werden. Denn wir müssten ja befürchten, dass jede relevante Information umgehend nach Moskau durchgestochen werden würde, zum Nachteil unserer Sicherheitsinteressen. Und deshalb, glaube ich, sind wir auch klug beraten, an unserem Abstimmungsverhalten an dieser Stelle auch nicht zu ändern in der Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn wir über Russland-Nähe sprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kann ich auch die SPD nicht ganz unerwähnt lassen. Für eine Partei, deren Ex-Kanzler Schröder nach seiner Amtszeit Millionen bei russischen Staatsunternehmen kassiert hat und noch heute auf der Payroll von Putin steht, lieber Kollege Wiese, da würde ich in der Debatte schon auch etwas mehr Demut und Selbstkritik erwarten können. Das will ich doch sagen an der Stelle. Und wenn ich die Worte Ihres Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich noch mal mir vor Augen führe vom Einfrieren des Krieges, dann ist es ehrlicherweise zur Haltung von AfD und BSW auch nicht mehr so weit. Passen Sie auf, dass Sie in diesen historischen Zeiten nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Und hören Sie auf die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
die gestern nämlich bei Maischberger einräumte, beim Wort einfrieren auch gezuckt zu haben. Und sie sagte, ein Land, das sich so wehrt, da bin ich nicht neutral, da bin ich ganz klar an der Seite der Ukraine. Völlig recht hat sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Spiegel hat ja auch in dem Interview mit ihrem Historiker Herrn Behrens, Mitglied der SPD-Historikerkommission, ist er zitiert worden, wonach die Parteispitze mit der aktuellen Rhetorik verlorene Seelen anspreche. Keine Sozialdemokraten, sondern verbitterte Nationalpazifisten und üble Putin-Freunde. Ich glaube, Sie sollten diese Kritik auch ernst nehmen. Kommen wir zum Schluss. Wir haben zu Recht eine Brandmauer in Deutschland gegen den Rechtsextremismus. Völlig zu Recht. Lassen Sie uns auch eine Brandmauer errichten gegen alle Putin-Freunde und Russland-Versteher. Das ist ein Gebot der nationalen Sicherheit, und das ist auch unerlässlich für die Freiheit Deutschlands und Europas. Vielen Dank. Die Spitze der AfD hält bis auf Weiteres zu Peter Bistron, weil natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Momentan ist allerdings Peter Bistron hier nicht im Plenum erschienen und er steht auch nicht auf der Rednerliste. Für die Grünen nun Irene Michalitsch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will uns noch mal den Sachverhalt ins Gedächtnis rufen, über den wir heute auch zu reden haben. Letzte Woche kam die Nachricht, dass unter anderem der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Bistron aus dem Umfeld von Voice of Europe, ein von Russland finanziertes Propagandaportal, Geld erhalten haben soll. Genau, wo ist Kollege Bistron eigentlich? Von 20.000 Euro war die Rede, so ganz genau weiß man es nicht, ob wirklich Geld geflossen ist, ob weiteres belastendes Material vorliegt. Das alles muss selbstverständlich sauber ausermittelt werden, meine Damen und Herren. Denn wir leben hier in einem Rechtsstaat und da gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Aber ob Geld oder nicht, meine Damen und Herren, was die Verbindungen der AfD zu Putins Russland angeht, da hat diese Partei ihre Unschuld längst verloren. Und das erklärt auch, warum sich weder die Bundespartei noch die Bundestagsfraktion der AfD klar und eindeutig von diesem Sachverhalt distanzieren. Denn die AfD ist fest verwoben mit den Strategien des Kremls und russischen Destabilisierungsversuchen. Und bei allem, was beinahe im Wochentakt bekannt wird, sieht man ganz klar, Russland führt nicht nur einen brutalen militärischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch massive hybride Angriffe gegen Deutschland und unsere Partner. Und ganz egal, welche Kampagnen dabei in den letzten Jahren stattgefunden haben, welche Spins gesetzt wurden, welche Kampflinien aus Moskau dabei vorgegeben wurden, Politikerinnen und Politiker der AfD waren immer vorne mit dabei und haben ganz brav reproduziert, teilweise in wortgleichen Sprechblasen. Und das ist noch nicht alles. Das Thema Reisen hat Kollege Wiese ja eben schon angesprochen. Immer wieder sind AfD-Delegationen in Russland und anderen autoritären Staaten unterwegs, immer kooperativ natürlich, um irgendwie Lupen reinzuwaschen, was zutiefst schmutzig ist. Zu der angeblichen Wahl in Russland wurden deutsche AfD-Politiker vom Regime auserkoren, sich ein Bild von dieser Demokratiesimulation zu machen. Das hat eine AfD-Landtagsabgeordnete aus Bayern zusammen mit ihrem Kollegen im Russia Today-Interview auch sehr gerne erklärt. Sie habe die Einladung zu dieser Reise ganz bewusst und genau in der jetzigen Situation angenommen, weil es schließlich AfD-Linie sei, friedliche Beziehungen nach Russland zu pflegen. Ganz richtig, eine friedliche Beziehung zu Putins Russland ist Parteiraison der AfD, meine Damen und Herren. Und es ist offensichtlich, Russland verbreitet ganz gezielt Propaganda, um Verständnis für den brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu erzeugen und unsere Demokratie zu destabilisieren, mit Desinformationen, mit Relativierungen, mit Gegenerzählungen und mit der Aufwiegelung von Teilen unserer Gesellschaft. Da wird so ziemlich alles instrumentalisiert, was irgendwie nützlich ist. Aber das funktioniert nur, weil die gewünschten Produkte einfach so durch die Pipelines der AfD fließen, wie früher das Gas durch Nord Stream. Die AfD lässt sich für die hybriden Angriffe Russlands als trojanische Pferde einsetzen und stellt sich damit ganz klar gegen unsere Demokratie. Diese Partei, meine Damen und Herren, ist keine Alternative, sondern ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Und ob dafür nun Geld geflossen ist oder andere Zuwendungen, über welche Kanäle auch immer.
das muss selbstverständlich aufgeklärt werden. Und natürlich gibt es auch ideologische Gemeinsamkeiten mit autokratischen oder auch totalitären Systemen. Da kann man auch mal in die Geschichtsbücher schauen oder auch in die Gegenwart. Aber nichts davon löst den Widerspruch auf, dass diese Partei als nationalistische Partei gleichzeitig sagt, Deutschland den Deutschen und Russia first. Wir sollten allerdings nicht so lange warten, bis die AfD das alles von alleine aufklärt. Denn es ist ganz klar, im deutschen und im europäischen Interesse, dass Destabilisierungsversuche und Einflussnahmekampagnen autoritärer Staaten hier keinen Erfolg haben. In dieser Lage, in der die Sicherheit unseres Landes so massiv bedroht ist, müssen wir als demokratische Kräfte alles daran setzen, die Abwehrkräfte zu stärken, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die Sicherheitsbehörden der Problemlage angemessen auszustatten. Denn es geht um nichts weniger als den Erhalt von Frieden und Freiheit in Deutschland und Europa. Und bei diesem Tauziehen müssen wir alle Kräfte auf unserer Seite mobilisieren. Denn die AfD, die zieht am anderen Ende mit Wladimir Putin und anderen Autokraten. Das sollte jeder wissen, der diese Leute für gute Patrioten hält. Und nun kann sich die AfD zu den Vorwürfen äußern. Peter Bistron macht es hier nicht im Plenarsaal in dieser Aktuellen Stunde, sondern Stefan Keuter spricht nun, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir reden heute über mögliche Verstrickungen und Kooperationen von AfD-Mitgliedern mit autoritären Regimen, und das wollen Sie vollständig aufklären. Diese Aktuelle Stunde ist einfach zu durchsichtig und zielt einzig und alleine auf die Beschädigung der ernstzunehmenden Opposition in diesem Hohen Hause ab. Offensichtlich haben Sie keine inhaltlichen Themen, die mit der AfD konkurrieren können. Herzlich willkommen im Wahlkampf. Sie werfen uns vor, Gesprächskanäle zu Regierungen zu haben aus Ländern, deren Verfassungen Ihnen nicht gefallen. Sie tragen diese Regierung, also unsere Bundesregierung, und es wäre Ihre Aufgabe, diese Gesprächskanäle offen zu halten. Tun Sie das? Nein. Die AfD bekennt sich ganz klar zu einer interessengeleiteten Außenpolitik. Mit der AfD gäbe es keine Sanktionen gegen die eigene Wirtschaft und gegen das eigene Volk. Wir hätten Energiesicherheit zu bezahlbaren Preisen vom Stromzähler bis zur Tankstelle. Ferner ein friedliches Miteinander auf dem europäischen Kontinent. Dass Ihnen dies mit Ihrer wertegeleiteten Außenpolitik nicht passt, ist klar. Ihre Politik lehnen die Bürger aber mehr und mehr ab. Jetzt werden Sie gerade kopflos und hektisch. Sie merken, die Wahlen stehen bevor. Sie haben uns inhaltlich nichts entgegenzusetzen. Und deshalb reduzieren Sie Ihre Aktivitäten auf Beschädigungsversuche und Diffamierungen. Stichwort Wannsee-Konferenz 2.0. Es ist inzwischen offensichtlich, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst zusammen mit dem staatlich finanzierten Medienrecherchekorrektiv Kollektiv Lügen verbreitet hat, die Sie durch Ihren Bundeskanzler und Bundespräsidenten, Parteibuch SPD, gebetsmühlenartig wiederholen lassen, und das wider besseren Wissens. Es hat ein privates Treffen von Unternehmern mit Politikern der CDU und der AfD gegeben. Abschiebungen von deutschen Staatsbürgern mit oder ohne Migrationshintergrund war nie ein Thema. Wohl aber die Rückführung ausreisepflichtiger und insbesondere krimineller Ausländer. Angesichts der aktuellen Kriminalitätsstatistik, Frau Innenministerin, übernehmen Sie jetzt Position der Alternative für Deutschland, wenn auch nur verbal. Sie sehen, wir waren auf dem richtigen Weg. Diese Aktion der Medien war ein Rohrkrepierer. Die Geheimdienste waren daran beteiligt. Diese Aktion ist gescheitert. Jetzt reiten Sie die nächste Attacke. Sie bezichtigen meinen langjährigen und guten Kollegen Petr Büstron der Bestechlichkeit. Auffällig, die Informationen sollen wieder über einen Geheimdienst gekommen sein und über ein linkes Medienkollektiv den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Meine Erfahrung aus Untersuchungsausschüssen zeigt, Nachrichtendienste arbeiten im Verborgenen. Selbst wenn sie Taten und Täter identifiziert haben, schweigen sie, um ihre Quellen offen zu halten und zu schützen.
Der Quellen- und Methodenschutz steht an oberster Stelle. Nun wird behauptet, der tschechische Nachrichtendienst hätte berichtet, Aufnahmen über eine Geldübergabe zu haben. Entweder arbeitet der tschechische Nachrichtendienst völlig unprofessionell oder diese ganze Aktion ist politisch gesteuert. Ich glaube an Letzteres. Petr Bystron hat dem Fraktionsvorstand gegenüber und mir persönlich erklärt, er hat kein Geld angeboten bekommen, er hat kein Geld angenommen. Weder er persönlich, noch Dritte, noch seine Familie. Weder in Bar, noch in Kryptowährung oder sonstigen Vorteil. Punkt. Das ist Fakt. Damit ist die Angelegenheit erledigt. Wieder ein Rohrkrepierer. Sie haben keine Beweise und versuchen, einen Familienvater zu beschädigen und setzen seine ganze Familie einer Hexenjacht aus. Schämen Sie sich allesamt zusammen hier. Sie glauben, Beweise zu haben, Frau Innenministerin, dann machen Sie diese öffentlich. Ansonsten schweigen Sie. Ihr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war gestern im Innenausschuss. Fakt ist, es gibt keine belastbaren Beweise. Das ist eine Hexenjacht, die überhaupt gar nicht begründet ist. Erschreckend ist, Sie haben dort gar kein Interesse an einer Aufklärung gezeigt. Stattdessen machen Sie hier eine Aktuelle Stunde. Das ist einfach zu durchsichtig. Ich versichere Ihnen, korrupte Kollegen dulden wir in der Alternative für Deutschland nicht. Aber denken Sie doch einmal logisch. Warum sollte jemand einen Oppositionspolitiker bestechen? Der hat doch gar keinen Einfluss auf Gesetze und auf Regierungshandeln. Reden wir einmal über Korruption. Wo fängt diese an? Wo hört diese auf? Es ist schon verwerflich, eine Einladung zum Essen anzunehmen. Wie ist es mit Reiseeinladungen, die Sie auch aussprechen, über Ihre Stiftung, über Ihre Fraktionen, die Deutschland, die Bundesregierung großzügig in alle Welt ausspricht? Ist hier ein Nehmer oder auch ein Geber entsprechend mitschuldig? Was ist mit Referentenhonoraren? Oder, liebe CDU, wie sieht es mit Zahlung anderer Staaten aus? Stichwort Aserbaidschan Connection. Sind Ihre Entscheidungen zur Corona-Zeit frei von Vorteilsnahmen, Impfstoffbeschaffungen, Maskendeals, der Atomausstieg, die Energiewende? Welche Abhängigkeiten bestehen von Klaus Schwab und Bill Gates? Was wissen Sie tatsächlich über Nord Stream? Sie sehen, es muss viel aufgeklärt werden. Unsere internationalen Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Keuter. Unsere internationalen Beziehungen gehören aber sicherlich nicht dazu. Ich sage Ihnen, Sie haben nicht Angst um die Demokratie, Sie haben Angst vor der Demokratie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Stefan Keuter war das, der einzige Redner der AfD-Fraktion, der sich in dieser Aktuellen Stunde hier äußern wird. Es geht weiter mit den Liberalen, Konstantin Kuhler. Herren, als der Bundeskanzler am 27. Februar 2022 von diesem Pult hier über Zeitenwende sprach, da wollte er die Bevölkerung auf bedeutende politische Entscheidungen vorbereiten, beispielsweise die Einfügung eines Bundeswehr-Sondervermögens ins Grundgesetz. Ich bin aber überzeugt davon, dass dieser Begriff Zeitenwende zu kurz springt, wenn er sich nur auf einzelne politische Maßnahmen bezieht und wenn er sich nicht endlich auch auf einen Mentalitätswandel in Deutschland bezieht. Denn in Deutschland herrscht eine völlige Unkenntnis, eine Verklärung und eine Situation, in der die systematische Unterwanderung unserer Demokratie durch Russland nicht gesehen und nicht ernst genommen wird. Und das muss sich endlich ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist so, dass Wladimir Putin sehr genau weiß, dass in Deutschland eine hohe Anfälligkeit für Desinformation, für die Beeinflussung der Demokratie besteht. Und weil Wladimir Putin das weiß, werden aus Russland Einflussoperationen gegen die deutsche Demokratie durchgeführt. Jeden Tag und in unterschiedlicher Weise. Und es gibt für den russischen Präsidenten kaum ein größeres Geschenk als die Tatsache, dass ausgerechnet das Mitgliedsland der Europäischen Union, das die Ukraine finanziell und militärisch am meisten unterstützt, so anfällig ist für die Unterwanderung seiner Demokratie. Und auch das muss endlich hier ausgesprochen und diskutiert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Russland erreicht diese Ziele, diese Unterwanderung unserer Demokratie durch eine Vielzahl an Angriffsmodi. Dazu gehört die Verbreitung von Lügen. Es wird immer über Desinformation gesprochen. Es geht um die Verbreitung von Lügen, von Unwahrheiten. Es geht um die Durchführung von Cyberangriffen. Vor allen Dingen aber gehört dazu auch die enge Kooperation mit gefügigen Akteuren, die bereit sind, Russlands Spiel mitzuspielen und die Stimmung in Deutschland immer weiter anheizen.
Machen wir uns nichts vor, es gibt an vielen Orten in der Politik, an vielen Orten in der Gesellschaft Menschen und Institutionen, die sich vor den Karren des Kreml spannen lassen. Aber wenn man einmal von Sarah Wagenknecht absieht, dann gibt es in Deutschland keinen, der Putin so treu ergeben ist wie die AfD. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass Maximilian Krah und Peter Büstron Geld vom russischen Staat bekommen haben sollen, dann reden wir ja nicht über irgendwelche Mitglieder der AfD, sondern wir reden über Platz 1 und Platz 2 der AfD-Liste zur Europawahl. Und das zeigt, indem diese Partei solche Typen zu ihrem Spitzenpersonal macht, ist die AfD nicht nur die Stimme Moskaus, sondern sie ist auch noch stolz darauf. Sie sind stolz darauf, dass sie in einer Reihe stehen mit Moskau und mit dem Diktator Putin. Und ich will Ihnen eines sagen, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die Fälle Krah und Büstron die Spitze des Eisbergs sind und dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Informationen über Geldflüsse an die AfD erhalten werden. Und dafür spricht übrigens das bisherige Verhalten der AfD. Mitglieder der AfD lassen sich vom russischen Staat zu Reisen in besetzte Gebiete in der Ukraine einladen, erwiesen. Mitglieder der AfD nehmen an Scheinwahlbeobachtungsmissionen teil, um die Wahl des Diktators Wladimir Putin zu legitimieren. Mitglieder der AfD absolvieren Medienauftritte in den Propagandaschleudern des Kreml. Und Mitglieder der AfD, einschließlich ihres Fraktionsvorsitzenden, gehen bei Partys in der russischen Botschaft ein und aus, während die Menschen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine verbluten. Und das alles zeigt, die AfD ist ein integraler Bestandteil der hybriden russischen Kriegsmaschinerie. So ist es. Aber trotzdem müssen wir ja eine Frage mal diskutieren. Warum gibt Ihnen eigentlich die russische Administration Geld dafür, wo Sie das doch alles freiwillig machen? Warum machen Sie das gegen Geld, wo Sie es doch eigentlich freiwillig machen? Ich kann es Ihnen sagen. Mit Geld können Sie in einer Demokratie Zeit kaufen, um Werbung zu verbreiten. Sie können Plakate kaufen, Sie können es Leuten geben, um sie zusätzlich für Putin einzuspannen. Sie können mit Geld wahnsinnig viel bewirken in Wahlkämpfen. Und die Europawahl steht ja kurz bevor. Und machen wir uns nichts vor. Kryptowährung, Scheinfirmen, über Eck, Kleinstspenden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Russland finanziell Einfluss nimmt auf unsere Demokratie. Und wir müssen endlich erkennen, dass diese Dimension viel größer ist, als das vielen Menschen in Deutschland bekannt und bewusst ist. Und es ist gut, dass wir diese Diskussion heute führen. Sehr gut, dass wir diese Diskussion heute führen. Es ist aber erforderlich, dass wir diesen Begriff der Zeitenwende endlich die Bedeutung geben, die er verdient hat. Und er hat es verdient, dieser Begriff, dass er in der gesamten Gesellschaft verstanden wird als Steigerung der Resilienz gegen die autoritäre Unterwanderung unserer Demokratie. Da machen Sie mit. Wir werden es nicht zulassen. Und wir werden das weiter hier zum Thema machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Rednerin, erstmal, ich grüße Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die nächste Rednerin ist Maja Wallstein für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, schön, dass Sie da sind und Sie haben es gehört. Die Anschuldigungen gegen Funktionäre und Mandatsträger der AfD, die sind massiv und bis zur vollständigen Aufklärung gilt die Unschuldsvermutung. Bemerkenswert finde ich, dass kaum einer wirklich an die Unschuld der AfD in dieser Sache glaubt. Mir haben viele Leute geschrieben. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Simon schreibt, ich wundere mich über die AfD leider nicht. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und Thorsten schreibt, es verwundert nicht, aber die AfD wird wie immer alles bestreiten. Ich staune. Glauben Sie eigentlich, wenn Sie laut schreien, sage ich, ach so, ja, dann haben Sie ja doch recht. Nein. Jemand mit Rückgrat macht sowas nicht. Warum ist das so? Warum traut man Ihnen das zu? Könnte es damit zusammenhängen, dass es so konsequent ins Bild passt, dass Ihre Leute immer wieder durch heftige Straftaten auffallen?
Wir reden hier von insgesamt 3 rechtskräftig verurteilten aktiven AfD-Politikern. Hinzu kommen 10 Mandatsträger und eine Mandatsträgerin, die entweder in Berufung gegen ihre Urteile sind oder bei denen der Stand des Verfahrens unklar blieb. Unter den verurteilten und mutmaßlichen Straftätern sind Bundestags- und Landtagsabgeordnete ihrer Partei sowie Funktionäre der gesichert rechtsextremen Jungen Alternativen. Gegen 28 Politiker oder Mitarbeiter der AfD liegen laut Recherchen mindestens erstinstanzliche Urteile vor. Und die Vorwürfe, die reichen von gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung über Verletzung von Dienstgeheimnissen und Waffendelikte bis zu Beleidigung und Volksverhetzung. Und die Ironie an der ganzen Sache. Wir haben jetzt eine Aktuelle Stunde, da könnte die AfD ja zeigen, ist nicht so. Und dann lassen Sie den Stefan Keuter hier aufreden. Der ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Herzlichen Glückwunsch. Ich empfehle wirklich Recherchen, also ganz einfache Google-Recherche über Stefan Keuter. Die Gedenkstätte Lindenstraße erstattete im November 2019 gegen Stefan Keuter eine Anzeige wegen Volksverhetzung. Keuter verschickte im Oktober 2017 über WhatsApp mindestens 7 Bilder, die den Nationalsozialismus verherrlichen. Darunter waren neben Bildern von Adolf Hitler beim Hitlergruß auch Fotos, die bewaffnete Wehrmachtssoldaten. Ich muss das nicht weiter ausführen. Ich spreche weiter und das wird jetzt spannend. Stefan Keuter verfügt über Kontakte zu offiziellen Stellen der Russischen Föderation. Soweit so unspektakulär. Im Dezember 2023 wurde öffentlich bekannt, dass Keuter im Rahmen seiner parlamentarischen Arbeit im Bundestag im Auftrag des chinesischen Geheimdienstes MSS tätig geworden sein soll, in einem von einem westlichen Geheimdienst mitgeschnittenen Chatverlauf zwischen einem MSN-Agenten und einem belgischen Politiker schrieb der chinesische Agent, er habe Keuter im Jahre 2021 dazu gebracht, im Bundestag eine kleine Anfrage zu stellen, habe ich hier, mit dem Ziel, die Demokratiebewegung in Hongkong und deren Akteure zu diskreditieren und die damalige Bundesregierung mit dem Thema, Zitat, zu nerven. Herzlichen Glückwunsch. Gute Wahl heute mit dem Redner. Und das sind nur die aktuellen Recherchen. Schon 2018 schrieb die Zeitung Die Welt, schrieb, fast jeder 10. Abgeordnete der AfD hat Ärger mit dem Gesetz. Ups. Vielleicht ist das der Grund, warum die Berichte über die Verstrickung ihrer Leute mit dem russischen Regime so viele Menschen bewegt und mir so viele geschrieben haben. Inga zum Beispiel schrieb mir, sie findet es creepy und beängstigend. Ein Fotograf aus Cottbus, meiner Heimatstadt, sagt, die AfD hat nicht verstanden, dass Teil der politischen Arbeit in der Demokratie ist, die Bürger des Landes vor Schäden zu bewahren. Und Lisa schrieb mir, die AfD nimmt für sich in Anspruch, für das Volk zu sprechen. Sie nimmt für sich in Anspruch, nicht zu denen da oben zu gehören, nicht Teil der Elite zu sein. Aber die jüngsten Recherchen, die zeigen doch, dass es mit der AfD, dass es den AfD nicht um die Menschen geht, sondern um ihren eigenen Vorteil, Macht und Geld. Und die Menschen, die haben Fragen. Zum Beispiel, wo ist denn Ihre Vaterlandsliebe? Was ist eigentlich so attraktiv an diesem russischen System? Oder geht es Ihnen eigentlich nur wie dem Kleptokraten Putin ums Geld? Und Sie wollen als demokratisch gesehen werden, aber Sie lassen sich von Autokraten bezahlen. Und natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung, ganz klar. Ja, und die Menschen in unserem Land, die haben einen Anspruch auf Aufklärung. Und die AfD hat offenbar null Interesse daran. Denn wo bleibt die eidesstattliche Erklärung, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist? Trauen Sie sich das nicht, weil das Gesetz als Strafe für eine Falschaussage Freiheitsstrafe vorsieht und nicht einfach nur eine Geldstrafe? Ich habe auch eine Forderung. Ich habe eine Forderung an den Souverän, an die Wählerinnen und Wähler. Lassen Sie die damit nicht durchkommen. Sie haben die Macht. Der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion Knut Abraham. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Europawahlkampf. Und das zentrale Ziel des Machthabers im Kreml ist es, unser politisch vereintes, wirtschaftlich blühendes, stabiles Europa, unsere Europäische Union, zu zerstören. An dessen Stelle, so Putins Handlanger Medvedev, solle nach dem angestrebten Zusammenbruch der Ukraine ein, Zitat, offenes Eurasien von Lissabon bis Vladivostok entstehen. Und um diese Ziele zu erreichen, wird nicht nur ein brutaler Krieg gegen die Ukraine geführt. Die russische Führung bedient sich nationalistischer,
rechts- und linksextremer Parteien in vielen EU-Mitgliedstaaten. Befördert wird dies durch Propaganda, Desinformation und Geldflüsse. Aber nein, nein, ich bin noch nicht bei Herrn Bistron. Im Jahre 2014 bereits bekam etwa der französische Front National über die First Czech Russian Bank einen Kredit von 9,4 Millionen Euro zur Finanzierung der rechtsextremen, antieuropäischen und antideutschen Partei. Übrigens dürfte auch die Aufklärung der Finanzierung von Teilen der seinerzeitigen Brexit-Kampagne in Großbritannien Erstaunliches zutage fördern. In Deutschland ist die AfD das für Putin in dieser Zielsetzung zur Zerstörung der EU hoffnungsvollste Projekt. Getragen wird dies von einigen naiven, nützlichen Idioten, um den in diesen Fragen sehr kompetenten Lenin zu zitieren, die nicht bemerken, wie ihre deutschnationale Gesinnung für die Machtziele Russlands missbraucht wird. So viele Wähler, die nicht merken, dass sie Gutes für Deutschland wollen, aber bei der AfD das von Russland Gewünschte bekommen. Leute, deren Patriotismus von der AfD missbraucht wird. Denn dieser Partei geht es nicht um Patriotismus, dieser Partei geht es um Putin. Aber vor allem gibt es in der AfD Politiker, die ganz bewusst die Melodien Putins singen, ganz bewusst. Und damit verlassen wir den Bereich der nützlichen Idioten und betreten den Bereich von bewusst agierenden Einflussagenten. Herr Höcke weiß, was er will, wenn er sagt, Zitat, diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Denn wenn die EU stürbe, würde Europa zur leichten Beute Russlands, offenes Eurasien eben, wie Medvedev das nennt. Und dann gibt es den Kollegen Peter Bistron, den ich hier wirklich vermisse. Politik kann so einfach sein. Und es sind schwere Anwürfe an Herrn Bistron. Das ist wahr. Wäre es nicht die Gelegenheit gewesen für ihn und für Sie in der Regie zu sagen, kommen Sie hierher, sagen Sie, was passiert ist in Prag. Aber nein, stattdessen im Stile eines Zirkusdirektors Sie, lieber Herr Kollege Kreuter. Bistron erkennt in der EU das Gift. Das Gift, er spricht über die EU als das Gift. Globalisten machten dort still und heimlich die Vorgaben. Soweit das Erwartbare. Es lohnt aber einen näheren Blick, liebe Meyer-Wallstein. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Denn bei politischem Gift kennt sich Herr Bistron aus. Er, der heute massivst Stimmung gegen Migranten macht, hat einst als Kind gastliche Aufnahme in München gefunden. Als Flüchtling aus der Tschechoslowakei. Bemerkenswert ist, dass er sich hier im Bundestag als deutscher Nationalist geriert, aber zeitgleich, können Sie nachlesen, in der tschechischen Presse massiv antideutsch agitiert. Er unterstützt etwa den Ex-Präsidenten Václav Klaus, einen radikalen Befürworter der Vertreibung der Sudetendeutschen und auch andere Vertreibungsvertreter unter den tschechischen Rechtsextremisten. Damit vereinen Bistron und Klaus etwas eigentlich Unvereinbares, nämlich deutschen und tschechischen Nationalismus auf der Grundlage des Antieuropäertums. Und da sind wir wieder bei Putin und der Strategie, die EU zu zerschlagen. Angesichts dieser Fakten, jetzt kommt was sehr Sachliches. Angesichts dieser Fakten fordere ich die AfD auf, Herrn Bistron mit sofortiger Wirkung von der Position des Vorsitzenden der Parlamentariergruppe Tschechien, Slowakei, Ungarn abzuberufen. Deren Arbeit ist seinetwegen eh schon lange zum Erliegen gekommen. Jetzt wird der Vorsitz zu einer echten Belastung im bilateralen Verhältnis zu allen drei Staaten. Meine Damen und Herren, ich erinnere auch noch an die schauderliche Visite von Herrn Kupala an der Spitze Ihrer Delegation in der russischen Botschaft zum Tag des Sieges. Also gut, aber zusammenfassend, Sie sind, und das haben andere auch schon gesagt, Sie sind einfach Teil der Desinformationsstreitkräfte des Kremls. Ob bezahlt oder unbezahlt, Herr Kollege Kuhle, es spielt dabei eigentlich auch kaum noch eine Rolle. Tatsache ist, Sie handeln gegen Deutschland, kein deutscher Patriot ist bei Ihnen an der richtigen Adresse. Ja.
Knut Abraham war das für die Unionsfraktion. Es gab hier ein bisschen Unruhe in der AfD-Fraktion. Wahrscheinlich wollte Stefan Keuter, nachdem er angesprochen war, eine Kurzintervention beantragen. Schon wissen, dass Foto- und Videoaufnahmen während der laufenden Sitzung nicht gestattet sind. Und ich davon ausgehe, dass Sie solches Material, wenn es da sein sollte, auch nicht verwenden werden, um es später zu posten. Ich gebe jetzt das so, das nochmal. Und wahrscheinlich wurde das aber nicht zugelassen, weil eine Kurzintervention in der Aktuellen Stunde grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Also geht es hier einfach weiter mit der Rednerliste. Nächster Redner ist Konstantin von Notz für die Grünen. Stinkt zum Himmel. Er stinkt zum Himmel. Herr Baumann, und ich habe es wahrgenommen, Sie haben sich hier in die vierte Reihe verkrümelt. Herr Kupala, Frau Weidel, wo sind Sie? Herr Bistron ist abwesend. Hier überhaupt das dünnste und letzte Aufgebot. Und Sie schicken allen Ernstes nüchtern in diese Debatte Herrn Keuter, der selbst im Verdacht steht, sich von russischen Nachrichtendiensten kleine Anfragen gegen Geld in die Feder zitieren zu lassen, der so oft in Russland ist, dass man nicht weiß, ob er Mitglied des Deutschen Bundestages oder der Duma ist. Das setzt dem allen wirklich die Krone auf, meine Damen und Herren. Nach einer peinlichen Fristsetzung, nach dem Anraten des einen Spitzenkandidaten an den anderen, doch bitte keine Termine mehr zu machen, kam der folgende Satz des Bundesvorstands der AfD zu dieser Affäre. Ich zitiere: Zum jetzigen Zeitpunkt muss der Bundesvorstand von der Unschuld Herrn Bistrons ausgehen. Zitat Ende. Zum jetzigen Zeitpunkt muss ausgehen. Das ist ein extrem interessanter Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie sagen nicht, wir stehen geschlossen hinter Peter Bistron, hat hier übrigens heute auch niemand gesagt. Sie sagen nicht, wir weisen alle Vorwürfe entschieden zurück. Niemals hätte sich die AfD schmieren lassen. Unsere Spitzenkandidaten sind nicht korrupt. All das sagen Sie nicht. Null Klartext, Sie eiern rum. Dieser wachsweiche, unsichere, zittrige Satz ist das Gegenteil von einem Dementi, meine Damen und Herren. Und es passt sehr gut ins Bild, denn Ihre Alternativen für Deutschland sind Russland, sind China, sind Nordkorea. Sie sind die besten Freunde der Diktatoren dieser Welt. Während Sie Deutschland, eine der stabilsten und sichersten Demokratien der Welt, jeden Tag schlecht reden, huldigen Sie Regimen, in denen die Menschenrechte tagtäglich mit Füßen getreten werden. Und diese Widersprüchlichkeit, meine Damen und Herren, sie hat System. Sie plakatieren Mut zur Wahrheit. Tatsächlich ist Ihr Motto schamloses Lügen. Sie geben vor, Deutschland zu lieben. Tatsächlich hassen Sie unser Land. Sie verachten unseren Rechtsstaat und Sie verhöhnen unsere Fußballnationalmannschaft aus offen rassistischen Motiven oder weil Sie so unglaublich homophob sind, dass Sie Angst vor einem rosa Trikot haben, meine Damen und Herren. Dabei sitzen in ihre Reihen und alle können gut hingucken haufenweise verurteilte Straftäter, die wiederum zahllose Extremisten beschäftigen. Und ihre Kollegin Frau Malzack-Winkemann, um einen Namen zu sagen, sitzt seit 14 Monaten in Untersuchungshaft im Knast, meine Damen und Herren. Und das alles zeigt, sie sind nicht Deutschland. Und Sie sind schon gar nicht normal. Sie sind der parteigewordene Etikettenschwindel, meine Damen und Herren. Und Herr Baumann, Sie können hier aus der vierten Reihe Rohrspatzen, wie Sie wollen. Es ist immer dieselbe Leier bei Ihnen, auch gestern im Innenausschuss. Alles linksgrüne Propaganda. Der Verfassungsschutz ist Regierungsschutz. Die Medien sind voll böse. Die Merkel war immer fies mit uns. Immer derselbe, das Geseier, das groteske, weinerliche Rumgeheule. Es ist unerträglich, meine Damen und Herren.
Während Ihre Russen- und China-Propaganda schlimmste Verbrechen jeden Tag verharmlost und Ihre Allmachtsfantasien für Deutschland, in Deutschland, aber Millionen Menschen in unserem Land bedroht, sind Sie diejenigen, die dieses Land tatsächlich bedrohen und Ihre eigenen Weggefährten. Wenn Sie mir schon nicht glauben, Herr Baumann, weil Sie so krakeelen, zitiere ich die mal. Den früheren Vizevorsitzenden Hans-Olaf Henkel. Zitat: Es macht mir Kummer, dass ich mitgeholfen habe, ein richtiges Monster zu erschaffen. Zitat Ende: Ein Monster. Der gerade aus Ihrer Fraktion und der Partei ausgetretene kuriose Kollege Seitz verspürt Ihnen gegenüber Ekel. Ekel. Und der Vorsitzende AD Ihrer Partei, Herr Meuthen, sagt, die Radikalen haben die Kontrolle über die AfD übernommen. Sie seien heute, ich zitiere, eine Partei mit völkisch-nationalistischen Positionen, die von einer einzigen Person dominiert wird. Das alles sagen Ihre Weggefährten. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Kommen Sie bitte zum Schluss. Fällt. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank. Konstantin von Notz war das für die Gruppe Die Linke. Spricht nun Martina Renner. Sie ist Sprecherin für Innenpolitik und auch für Antifaschismus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Vorweg erstmal, um was es in der Causa Voice of Europe nicht geht. Es geht nicht um Abgeordnete, die russlandfreundliche Politik betreiben. Die gibt es nämlich nicht nur in einer Partei, und damit müssen wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Und es ist nicht alleine die Fortsetzung dessen, was Geheimdienste nun mal machen. Ja, Geheimdienste versuchen, Agenten in Regierungen und auch Parlamenten zu platzieren. Aber hier bei diesem Skandal geht es um etwas anderes. Und es begann nicht erst mit Voice of Europe und es begann nicht erst in Prag. Die AfD ist Teil dieses Problems. Und dieses Problem ist umschrieben mit dem Aufstieg der extremen Rechten in Europa. Und in vielen Ländern ist zu beobachten, dass Rechtskonservative bis hin zu Faschisten eine Liebesheirat mit Moskau eingehen. Und dabei geht es nicht um Infiltration oder unwissentlich betriebene Kampagnen. Es geht darum, dass Abgeordnete mit Überzeugung sich in die Hände von Einflussagenten begeben und möglicherweise sogar in deren Auftrag parlamentarische Initiativen entfalten. Noch mehr, und dieser Skandal liegt schon ein paar Wochen zurück, noch mehr. Sie stellen sogar, wie der Fall Wladimir Setschenko beweist, russische Agenten in der AfD-Bundestagsfraktion als Mitarbeiter ein. Sie treffen sich mit Geheimdienstlern im Wissen, dass es Geheimdienstler sind, weil sie nämlich gerne das Geschäft Russlands betreiben. Und wenn dabei Geld abfällt, dann ist es gut, dann nehme ich das auch noch mit. Russland und die extreme Rechte in Europa haben eine strategische Partnerschaft. Das müssen wir verstehen. Gemeinsame Werte und Ziele machen die russische Staatsführung und die AfD zu engen Verbündeten. Aggressiver Nationalismus, Rassismus, Homophobie und die Verachtung liberaler Bürgerrechte und Demokratie. Dazu diese Vorstellung, der Westen sei verlottert, zum Sterben geweiht und man müsste ihm nur noch den Todesstoß versetzen. Und es geht weit über Deutschland hinaus. Die Internationale des populären Autoritarismus, die reicht von Le Pen in Frankreich bis zu Bolsonaro in Brasilien und nicht zuletzt zu Trump in den USA. All diese rechten Antidemokraten, sie haben hier eine treue Fanbase im Deutschen Bundestag und die sitzt hier rechts außen. Was ist zu tun? Wir müssen hier im Bundestag darüber reden, warum es so lange dauert, Einflussagenten den Zugang zu diesem Haus zu verweigern, den Zugang zu geheimen Dokumenten. Und vielleicht müssen wir auch die Vorschriften der Abgeordnetenbestechung präzisieren. Wir können nicht auf die Ermittlungsbehörden warten und sollten uns auch nicht auf die Geheimdienste verlassen. Das sage ich mit dem Hinweis auf die Causa Maaßen und die russischen Maulwürfe im BND. Wir müssen selbst als Bundestag handeln, selbstbewusst handeln und hier für Aufklärung sorgen. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist für die FDP-Fraktion Renate Alt.
Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, unsere Demokratie, unsere Freiheit, Menschenrechte, die jedem in diesem Land zustehen, diese Grundwerte sind ein enorm hohes Gut, um das uns viele in der Welt beneiden. Als Bundestagsabgeordnete sehe ich mich verpflichtet, alles dafür zu tun, diese Grundwerte zu schützen. Und das erwarte ich hier von allen. Dass jetzt der Verdacht im Raum steht, dass AfD-Abgeordnete Geld aus Russland bekommen haben sollen, bestätigt für mich, der AfD geht es nicht um Deutschland. Ihnen geht es nicht um unsere Freiheit. Ihnen geht es nur um ihre eigene Macht und um ihre persönliche Bereicherung. Es ist beschämend. Sie denken, Sie sind Patrioten. Dabei verkaufen Sie uns. Sie verkaufen Deutschland und Europa an den Kreml. Wladimir Putin nutzt sie nur als destruktives Instrument, um unsere, aber auch ihre Demokratie zu vernichten und Europa zu unterminieren. Aber das merken sie offensichtlich gar nicht. Noch im März reisten AfD-Mandatsträger nach Russland, um die sogenannte Präsidentschaftswahl als offen, demokratisch und frei zu legitimieren. Herr Bistron reiste vorletztes Jahr heimlich nach Belarus, Putins Verbündeten in seinem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. In Belarus sitzen seit mehreren Jahren der Friedensnobelpreisträger Aleš Bialatski, die Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova und viele weitere Oppositionelle im Gefängnis. In Russland starb Alexei Nawalny vor 2 Monaten in einem sibirischen Straflager. Wladimir Karamurza und vielen weiteren Oppositionellen droht ein ähnliches Schicksal. Aber die Freunde Putins und Lukaschenkos in der AfD stören sich nicht daran. Sie hofieren ein System, das menschenverachtend mit seinen Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Sie verbreiten Putins Lügen und seine Propaganda. Konstruktive Arbeit zum Wohle unseres Landes erwartet man von ihnen vergebens. Die AfD klagt in Karlsruhe und stilisiert sich hier als Opfer, weil sie kein Gremium im Bundestag leiten darf. Dort, wo sie Verantwortung übernehmen sollten, hört man gar nichts von ihnen. Peter Bistron, hat Herr Abraham bereits erwähnt, ist der Vorsitzende der Parlamentariergruppe Slowakei, Tschechien, Ungarn, einer der wichtigsten Parlamentariergruppen im Deutschen Bundestag. Die Länder der Visegrad-Gruppe sind unsere wichtigen Handelspartner. Das Handelsvolumen Deutschlands mit den Visegrad-Staaten ist größer als das Handelsvolumen mit China und den USA. Seit die AfD den Vorsitz innehat, möchte mit diesem Vorsitzenden, mit dieser parlamentarischen Gruppe, keines der Parlamente dieser 3 Länder zusammenarbeiten. Hören Sie auf, sich im Bundestag als Opfer darzustellen. Sie schaden dem Ansehen dieses Parlaments, Sie schaden Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Demokratie, dass unsere Freiheit und unsere Menschenrechte von innen und von außen angegriffen werden. Die Vorwürfe müssen schnellstens auf den Tisch und sie müssen Konsequenzen haben. Die AfD hat kein Recht darauf, Vorsitz einer parlamentarischen Gruppe zu haben. Einige von uns haben schon in einer Diktatur gelebt. Ich persönlich, im Unterschied zu Peter Bistron, werde diese schreckliche Zeit nie vergessen, die Zeit der sowjetischen Diktatur und ihrer Unterjochung der ehemaligen Tschechoslowakei. Wir alle Demokraten müssen unsere Grundwerte verteidigen und gegen russische Desinformation kämpfen. Für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte. Ich danke Ihnen.
Renata Alt war das für die FDP-Fraktion. Sie ist auch die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Persönliche Beschimpfung eben und der Abgeordneten Alt. Und jetzt erhält das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Frau von Storch hat hier einen Ordnungsruf erhalten. Nun geht es weiter mit dem fraktionslosen Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Art, wie Sie diese Debatte hier führen in dem Haus, ist wirklich beschämend. Aber sie ist beschämend für Sie. Bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU, legen Sie doch mal offen, wo Sie alle Praktika gemacht haben. Wer aus Ihren Fraktionen in den USA ausgebildet wurde, wer an den ganzen Schulungen dort teilnimmt, der hier amerikanische Interessen vertritt, die gerade in unserem Land dabei sind, einen Teil der Wirtschaft zu zerstören. Das ist die Frage, die zum Beispiel bei mir auftaucht. Ich zitiere mal da gibt es nämlich noch Meinungsfreiheit bei einigen. Einen amerikanischen Journalisten, der gegenwärtig zu den laufenden Kampagnen sagt, nun wurde uns, das ist der genau, am 5. April der amerikanische renommierte Journalist Michael Schellenberger vom 5. April 24. Nun wurde uns bekannt, schreibt er, dass sowohl von der NATO als auch von der Regierung finanzierte NGOs mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um sich in die deutschen Wahlen einzumischen. Ihre Beeinflussungskampagne zielt darauf ab, Deutschland im Einklang mit den Zielen der amerikanischen Außenpolitik zu halten und die europäische Friedensbewegung zu untergraben. Die Beweise so wörtlich deuten darauf hin, dass europäische Geheimdienste und die NATO gegen EU-Gesetze, gegen ausländische Wahleinmischung verstoßen. Zitat Ende. Das sagt ein amerikanischer Journalist, und das ist völlig wahr. Was Sie hier machen, ist nur eine weitere Hetzkampagne, um die AfD-Stimmen kaputt zu klauen, durch Lügen, Falschinformation. Und woran kann der Bürger das erkennen? Ganz einfach, liebe Mitbürger, guckt euch mal an, was jetzt feststeht. Wer was ermittelt hat? Nichts. Ein Geheimdienst aus dem Ausland erzählt, der Bistron hätte Geld gekriegt und hätte das genommen. Der Betreffende müssen sagt, jetzt bitte nö, zum Schluss hab ich kommen. Nicht, reicht Ihnen nicht. Und Sie machen eine Mordskampagne, weil Sie Herr Angst Abgeordnete. Vor dem Wahlergebnis bei der Europawahl haben. Danke. Dazu sage ich nicht vielen Dank zu Ihnen. Ich bin am Ende. Dankeschön. Beitrage. Danke. Und bedanke mich, dass ich spreche. Wunderbar. Vielen Dank. Wir fahren fort in der Debatte und der nächste Redner ist Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder einmal haben wir wieder einmal eine Aktuelle Stunde zu einem weiteren Skandal der AfD. Das mag sich nach Routine anhören, doch ehrlich gesagt werden jedes Mal die Vorwürfe, die gegen die AfD erhoben und im Nachhinein in der Regel bewiesen werden, krasser, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute geht es um den Verdacht, dass AfD-Abgeordnete Zahlungen von Russland erhalten haben, um die Narrative Russlands zu verbreiten, die Verschwörungserzählungen, wobei man sich fragen darf, na, dafür kriegen die auch noch Geld, das machen sie doch regelmäßig, das würden die doch wahrscheinlich ohne Geld machen. Doch dieses Mal im Zentrum der Anschuldigungen Abgeordnete der AfD, die die Spitzenplätze zu der Europaliste einnehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben nicht in irgendwelchen Zeiten, sondern das sind herausfordernde Zeiten. Wenn wir an das Portal dort draußen schauen, da steht dann dem deutschen Volke. Ich ergänze und allen friedliebenden Europäerinnen und Europäern. Und die Frage drängt sich auf welcher Seite steht eigentlich die AfD? Steht die AfD auf der Seite der Diktaturen, ob sie sich in Rubel bezahlen lässt oder heimlich im Keller Reichsmark druckt, um diese Republik zu ersetzen durch ein anderes Deutschland? Meine Damen und Herren, die AfD entzaubert sich immer mehr, und wir sind Journalistinnen und Journalisten in einem freien Europa dankbar, dass sie das mittlerweile über alle Grenzen hinaus tun.
Und wenn Sie sich hier so verteidigen, dann ist das kein Einzelfall. Peter Bystrom ist kein Einzelfall, sondern wir sind an der Schwelle dessen, wo wir von dem Einzelfall übergehen, dass das offenbar der Regelfall ist. Sie haben vorhin reingeschrien, das ist doch alles nur eine Behauptung, das ist doch alles nicht wahr. Es ist nicht so. Denn wir haben auf der einen Seite Frau Malsack-Winkemann, Abgeordnete des Deutschen Bundestages, außer Dienst seit mittlerweile 491 Tagen in Untersuchungshaft. Dafür muss man aber einiges gemacht haben, um das zu schaffen. Die offensichtlich mutmaßliche militärisch ausgebildete Person durch den Reichstag führte, um hier Gewalt auszuüben, meine Damen und Herren. Unfassbar. Matthias Helfferich war in Ihren Reihen so rechts, dass Sie ihn aus der Fraktion ausgeschlossen haben. Er bezeichnete sich selbst als das freundliche Gesicht des NS oder als den demokratischen Freisler, den Präsidenten des Volksgerichtshofs, 2000 illegitime Todesurteile. Er war so rechts, dass er von Ihnen in der Fraktion ausgeschlossen worden ist und dann im Landesvorstand der AfD in Nordrhein-Westfalen gewählt worden ist. Kai-Uwe Ziegler, Sie sind doch diejenigen, die die Corona-Vorwürfe immer nach oben ziehen, hat sich persönlich an Corona-Soforthilfen bereichert, meine Damen und Herren Verschwörungstheoretiker, ist verurteilt worden, hat einen staatlichen Unterstützungsfonds missbraucht, um sich die Taschen vollzumachen. Und deswegen, Peter Bystrom, Sie stellen sich vor Ihnen, und ich kann Ihnen auch sagen, weil es noch nicht angesprochen ist, Sie stellen sich vor Ihnen mit einer halbseidenen Erklärung, wollen sich nicht von ihm abgrenzen. Das ist ganz einfach. Sie kriegen ihn von der Liste nicht mehr runter. Die Liste ist bei der Wahlleitung eingereicht. Er wird entsprechend dann auch in das Europaparlament einziehen, das in seinem Falle wohl besser die Staatsduma wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich gehe auch aus davon, dass es Ihnen völlig egal ist, ob die Vorwürfe zutreffen. Denn für eine Zahl von Einzelfällen, Ausfällen oder möglichen Verunglückungen sind die Zahlen zu häufig. Sie wollen ein anderes Deutschland. Sie wollen keine erfolgreiche Republik. Es ist eigentlich unfassbar, dass im 75. Jahr der erfolgreichsten demokratischen und freiheitliebendsten Republik mit Meinungsfreiheit, mit Grundrechten, mit Schutz dessen, all das, was unser Deutschland ausmacht, dass eine solche Partei es wagt, so aufzutreten und solche Personen in ihren Reihen zu haben. Und Sie versuchen, auf andere zu zeigen. Und natürlich könnte man Christoph de Vries, es war der falsche Moment, auch über Aserbaidschan-Connection der CDU-CSU reden. Ich glaube aber, dass in diesem Moment wir Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Denn es gibt einen weiteren Unterschied zwischen all den anderen Parteien, den Fraktionen und der AfD und uns. Der schweigenden Mehrheit in diesem Land, die immer lauter wird, weil sie das nicht mehr mitmacht, was sie in Potsdam tun und wie sie uns spalten wollen. Sie grenzen sich nicht ab. Wir haben Selbstreinigungskräfte. Wir haben Ordnung. Es gibt Strafgerichte. Es gibt Ausschlussverfahren von Parteien. Bei Ihnen führt das zu Listenplätzen 1 und 2 der Europaliste. Und deswegen sage ich abschließend, Dienstreise nach Russland, Dienstreise nach Syrien, Dienstreise nach Belarus, Wahlbeobachtungen bei Diktatoren. Ich muss mal sagen, es ist unfassbar. Da stirbt Nawalny in einem Arbeitslager, ohne jemals seine Familie wiederzusehen. Und es widert an, dass in dem gleichen Moment Sie von demokratischen und freien Wahlen in Russland sprechen. Sie sind keine Alternative für Deutschland. Sie sind die Alternative für Diktatoren und Despoten. Und wir haben Sie entlarvt, und deswegen schreien Sie so. Sebastian Hartmann war das, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und wir kommen zum letzten Redner in dieser Aktuellen Stunde. Das ist Volker Ulrich, er Sprecher für Recht der CSU-Landesgruppe. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin zunächst einmal froh, dass während dieser Aktuellen Stunde klar geworden ist, dass sich die Fraktionen der Mitte der Wehrhaftigkeit unserer Demokratie versichert haben. Und klar ist auch geworden, dass sie die Vorwürfe, die im Raum stehen, nicht ausräumen konnten und dass sie eine Gelegenheit verpasst haben, das entsprechend darzustellen. Und warum? Wir befinden uns in einer ernsthaften Situation. Rechtsstaat und Demokratie werden bedroht durch Desinformation mit dem Ziel, Demokratie
zu destabilisieren. Und sie stellen sich dem nicht entgegen, sondern sie sind die politische Kraft, die aus dem Wind segelt, der aus Moskau bläst und die gemeinsam mit anderen Nationalisten in Europa unsere Ordnung zumindest angreifen wollen. Und dem stellen wir uns entgegen. Ein Bericht des französischen Parlaments aus dem Jahr 2023 bescheinigt ihrer Schwesterorganisation, dem Rassemblement National, Zitat, ein effektiver Transmissionsrahmen für die russische Propaganda zu sein. Es ist unsere Aufgabe, und die nehmen wir ernst, dass wir uns hier und überall in Europa dem autoritären Nationalismus entgegenstellen und gegen Desinformation und Manipulation eintreten. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Ende der Debatte auch noch mal grundsätzlich werden. Mit Ihrer offenkundigen Nähe zum Regime in Moskau zeigen Sie auch eine Abwehr und eine Abkehr von der Idee der westlichen Wertegemeinschaft mit Menschenrechten, Grundrechtsbindung, Demokratie und Rechtsstaat. Die glückliche Fügung unserer Geschichte mit deutscher Einheit und europäischer Einigung nach dem Schrecken zweier furchtbarer Weltkriege und dem Menschheitsverbrechen der Shoah war nur möglich durch die tiefe Verankerung in der westlichen transatlantischen Wertegemeinschaft. Durch eine demokratisch verfasste Gesellschaft und dem Bekenntnis zur Würde des Menschen. Und um diese liberale demokratische Ordnung ist ideengeschichtlich hart gerungen worden. Heinrich August Winkler sprach zu Recht vom langen Weg nach Westen. Aber jetzt stehen wir in der Verantwortung, diese Westbindung und diese Würde des Menschen, unsere Grundrechtsbindung, gemeinsam zu verteidigen, meine Damen und Herren. Und ja, Sie wollen diese Ordnung angreifen. Forderungen nach dem Austritt aus der EU und der NATO stehen stellvertretend für die Abkehr von der westlichen Wertegemeinschaft. Offenkundiges geistiges Vorbild der AfD ist ideengeschichtlich die sogenannte Herzlandtheorie, die eine Beherrschung von Europa und Asien durch die Macht, welche die Landmasse beherrscht, also Russland, vorsieht. Und der thüringische AfD-Vorsitzende Höcke führte erst letztes Jahr im Angesicht des verbrecherischen russischen Angriffskriegs aus, dass Deutschland und Russland, Zitat, zusammen unschlagbar wären. Eine solche Formulierung ist ungeheuerlich. Und hinter ihr steckt. Und hinter ihr steckt eine furchtbare Idee. Es ist die Forderung nach der Preisgabe Europas zugunsten autoritärer und imperialer Mächte. Das wäre geschichtlich eine Katastrophe. Sie stellen sich auf die Seite einer autoritären Diktatur. Und damit stehen Sie nicht nur auf der falschen Seite der Geschichte und haben die Geschichte nicht gelernt. Nein, viel schlimmer, Sie wollen die Geschichte verhängnisvoll fortschreiten. Und dagegen wehren wir uns, meine Damen und Herren. Abschließend ist zu sagen, das Anbiedern und damit die Preisgabe deutscher und europäischer Interessen an den Kriegsverbrecher im Kreml ist weder Patriotismus noch Einsatz für den Frieden, sondern schlichtweg ein Akt des Verrats. Und deswegen werden wir alles tun, damit Sie niemals Verantwortung in unserem Land erhalten. Volker Ulrich war hier der letzte Redner in der Aktuellen Stunde zu möglichen Kooperationen. Nach § 30 erteile ich jetzt das Wort dem Abgeordneten Keuter für eine Erklärung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin hier zweimal persönlich angegriffen worden
Und das darf so nicht stehen bleiben. Und zwar das erste Mal von der Frau Wallstein, die uns eben zeigte, dass sie die Google-Suchmaschine bedienen kann und Fundstellen über mich zitieren konnte. Das wissenschaftliche Arbeiten liegt Ihnen offensichtlich fern. Sonst hätten Sie nicht nur oberflächliche Schlachtbegriffe gebracht, sondern die Sachverhalte auch zu Ende recherchiert. Sie sprachen gerade eben über eine Anzeige wegen Volksverhetzung einer Gedenkstätte in Potsdam. Wenn Sie das richtig recherchiert hätten, wüssten Sie, dass die Staatsanwaltschaft nicht mal einen Anfangsverdacht gesehen hatte und ich vor dem Oberlandesgericht Brandenburg mit einer einstweiligen Verfügung erfolgreich war. Sie sprachen von dem Versenden von Memes im Jahr 2018. Auch hier bin ich mit einem Journalisten vor das Landgericht Wuppertal gezogen. Ich obsiegte und der einzige Belastungszeuge, ehemaliger Mitarbeiter von mir, wurde vom Gericht als unglaubwürdiger Zeuge abgetan. Also von daher, das hat alles hier keine Substanz, was Sie vortragen. Dann zitierten Sie gerade eben noch den chinesischen Nachrichtendienst. Sie beziehen sich offensichtlich auf einen Artikel von Dezember 23 aus dem Spiegel, der reißerisch aufgemacht war. Wenn Sie es gelesen hätten, meine Anwälte haben es geprüft, ist es ganz geschickt formuliert, inhaltlich nicht tragfähig. Es heißt, Spuren führen auch zur AfD, weil ein chinesischer Nachrichtendienstmitarbeiter offensichtlich Bezug auf eine parlamentarische Anfrage von mir genommen hatte und einem belgischen Abgeordneten empfohlen hatte, etwas Ähnliches zu fragen. Das ist es. Ich versichere Ihnen an dieser Stelle, nie Geld angeboten oder angenommen zu haben und mit Nachrichtendiensten weder aus Russland noch aus China in Kontakt zu stehen. So, dann hatte Herr von Notz gerade eben noch was gesagt. Warum gerade Keuter? Ja, warum Keuter? Weil Keuter genau weiß, wie das ist, gerade mit Bezug auf China. Medial angegriffen, vorverurteilt zu werden und das Ganze absolut substanzlos zu haben. Herr von Notz, Sie sind im parlamentarischen Kontrollgremium. Sie wissen, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Vielen Dank. Möchten die Angesprochenen noch erwidern? Ja, bitte. Können Sie bitte das Schreien unterlassen? Herr von Notz, Sie haben das Wort. Sie sind direkt angesprochen worden. Sie dürfen erwidern. Ich mach's auch kurz, Herr Kollege Keuter. Erstmal ist bemerkenswert, aus wie vielen Verfahren Sie zitieren müssen, um sich hier zu rechtfertigen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe das genau so wiedergegeben, wie es berichtet wurde, dass der Verdacht besteht. Und ich danke Ihnen nochmal, dass Sie mir die Möglichkeit geben, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur um Russland geht bei der AfD, sondern auch um China. Und deswegen, Sie haben eine Neigung zu allen Diktaturen, zu allen Ländern, die keine Rechtsstaaten sind. Und das demaskiert Ihre Politik. So ist das leider. Herzlichen Dank. Frau Wallstein. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich sehe es als meine Pflicht, als Abgeordnete im Deutschen Bundestag aufzuklären und dafür auch öffentlich zugängliche Quellen zu zitieren. Ich sehe es als meine Pflicht, als Abgeordnete darauf hinzuweisen, dass die Abgeordneten der AfD keine eidesstattlichen Erklärungen abgegeben haben, um zu versichern, dass sie eben kein Geld von fremden Regimen annehmen. Bürgerinnen und Bürger haben den Anspruch zu wissen, wofür meine Fraktion politisch steht, wofür ich politisch stehe. Und ich stehe da, wo Anstand herrscht, an der Seite derer, die Ihnen die Stirn bieten. Genau. Soweit hier die persönliche Erklärung und die Erwiderung auf Stefan Keuter. Auch alles vollständig zu machen. Der Ordnungsruf war erteilt worden für die Aussprache Antidemokrat gegen die Abgeordnete Alt. Und damit kann ich jetzt die Aktuelle Stunde beenden. Es ist bedauerlich, dass Sie das alles so lustig finden, denn es ist schon eine sehr ernste Zeit hier gerade für uns im Deutschen Bundestag.